Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Five Nights at Freddy's 2. Das Spiel ist schon relativ alt, kann ich jetzt so sagen. Aber ich wollte es einfach mal let's playen. Zumindest so ein, zwei Nächte. Ich war selber schon bei Nacht 4. Ich habe aber vorhin schon den ersten Aufnahmeversuch gestartet, bin dann aber dahinter gekommen, dass der Ton von dem Spiel viel zu leise war. Und jetzt können sich ja viele auch fragen, Robin, ohne Facecam? Ja, der Grund, ich bin keiner, der sich psychisch, jawohl, aber physisch erschrecke ich mich überhaupt nicht. Ich zerschlag hier nichts, ich fall nicht vom Stuhl und teilweise mache ich nicht mal irgendeinen Mucks, weil ich mich eher innerlich erschrecke, anstatt nach das, und das kommt halt nicht nach außen aus, also hinaus. Und deswegen kann ich das Spiel sehr gut ohne Facecam let's playen, damit ihr euch erschreckt. Ich erschrecke mich zwar auch, aber ihr vermutlich dann am härtesten und deswegen starten wir. New game. Help wanted. Grand reopening. Vintage pizzeria given new life. Can be a part of the new phase of Freddy Fazbear's Pizza. What could go wrong? $150 a week to apply. Call 1.155 irgendwas. Okay. So. Ich habe das Spiel ja schon bis zur vierten Nacht gespielt. Ich weiß, wann was passiert. Und ja, wir starten einfach mal. Hier sehen wir einmal die alten Animatronics. Hallo! Hallo und willkommen zu eurem neuen Sommerjob at the new and improved. Ja, wir die neuen Animatronics. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Ja, ich kenne den ganzen Satz ja schon. Letztendlich erzählt er uns nur, was wir zu tun haben, was wir haben, wie wir die wegkriegen, was man gegen wen machen kann und sowas. Das erzählt der eine halt immer. Es ist extrem unnötig, sich das eigentlich anzuhören, tausendmal. Weil ich kann es euch ja auch erklären. Ich werde es euch auch gleich auch einmal auf Deutsch erklären. Foxy ist ja nicht da. Gut. Also die hier machen noch gar nichts, kann ich so viel schon mal fragen. Nur diese hier, Toy Chica, Toy Freddy und Toy Bunny. Und dann wird die Musicbox, die muss aufgeladen sein, sonst taucht nämlich jemand ganz Böses auf. Hier haben wir Balloon Boy, der macht momentan auch nichts. Hier haben wir Mangle, der ist auch noch ganz nett. Foxy ist auch noch nicht da. Alles gut, alles gut. Und in der ersten Nacht passiert halt nicht viel, weil er so lange labert und wir so lange nichts machen müssen. Jetzt geht's erst los. Top Pilz ist auch noch keiner weg. Und Foxy ist auch noch nicht da. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. but hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. So, Bunny ist jetzt weg. Der wird sich hier oder hier aufhalten. Hier, Cam 3. Wenn er hier weg ist, ist er hier. Und so als Tipp. Sind das alle da? Da bist du, hi. Ja, falsch.
Wäre nicht der Plan. Freddy ist auch noch da. Oh. Tschüss Freddy, tschüss Chica, ihr seid alle also jetzt weg. Der Boomba ist auch noch da. So, schon im Land drin. Moin. Maske auf, weil Bunny da unten drin war. Jetzt guckt der hier. Moin. Wir suchen uns aber nichts. Bunny dürfte jetzt wieder Cam 3 sein. Jo. Musikbox abwinden, bevor Puppet auftaucht. Mangle ist, glaube ich, auch noch da. Jo, der bewegt sich auch, glaube ich, noch gar nicht in dieser Nacht. Da ist Freddy. Moin. Chica steht auch noch an alter Stelle. Bunny ist auch noch am Chillen. Easy. Mein Bunny. Ich verbrauche jetzt extrem viel Flashlight. Das liegt aber größtenteils nur daran, weil ich so oder so weiß, dass ich hier nicht alles brauche. Hallo. Oh, Freddy ist weg, oder was? Nein, noch nicht. Oh, mein Schwein in die Musicbox. Da kommt der Vent. Mein Bunny. Bunny. Macht's mir aber auch leicht, ne? Wer ist denn jetzt? Chica? Ne, Freddy, okay. Er wollte noch einen schönen Musicbox. Freddy, ist alles in Ordnung bei dir? Gut. Chica will in den Vent. Ist doch alles klar. Moin, Freddy. Weg. Alles ist gut. Ach, da ist wieder jemand. Ja, komm. Moin. Na, Freddy. Den Rest danach können wir hier so sitzen bleiben. Wenn es ist nix. Jo, wird dann chillen. Chili, Pilli, Chili, Pilli, Chili, Moin. Ich werde die Part so machen, immer wenn ich eine Nacht geschafft habe, gehe ich in die Nähe, also werde ich den Part enden. Deswegen ist das jetzt hier relativ langweilig, die erste Folge. Vielleicht hängt die zweite direkt hinterher, bam. So. Woohoo! Wow. War extrem schwer. Nach 2 wird das schon anspruchsvoller. Ich glaube, ich werde nach 2 noch eben machen. Weil ab nach 3 wird's assi. Ab nach 3 muss man schnelle Finger haben. Kann kaum noch Flashlight. Also die Flashlight wird immer weniger pro Nacht. Jetzt kriegen wir erstmal wieder einen Anruf. Den können wir uns so noch mal kurz an. So, ich darf jetzt nicht so viel Flashlight verbrauchen. Wir bleiben warten jetzt alles einfach. Weil momentan läuft eh noch nichts los. Irgendwie erst ab 2 Uhr oder so fangen die anderen Inventories an zu laufen. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. The Foxy ist jetzt schon unterwegs. Das willst du nicht wundern, ne? Noch alles in Ordnung. Brauche ich gar nicht gucken, ich wollte erstmal nur in diesen beiden Camps, so Camp 9 und Camp 11. Und nun höre ich, wenn der sich verzieht. Warten, warten, warten. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. You would
that'll carry over to the newer models too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that tubbing thing. Da haben wir einen Mangle, ich weiß, der sieht ein bisschen eklig aus. Wenn ich nur wüsste, wo Foxy ist, ne? Belumba hat sich verzogen. Wenn der Hals sagt, verzieht er sich. Events ist er noch nicht. Ich fäsche mal nur ein paar Sekündchen. Ich muss nur kurz gucken, ob jemand ist. Die stehen noch. Brauche ich immer für Flashen, das sehe ich ja so. Alles easy hier. Moin. Und da, Mangle steht gammelt hier rum. Belumba ist immer noch nicht da. Was sind die alle? Die gammelt nämlich auch noch. Was hat sich hier gerade bewegt? Hi, Bunny. Mein Geruch, wo chillst du dich? Moin, Foxy. Immer Foxy ist jetzt da. Jo, moin. Den flashen wir einfach ein paar Mal an. So, es dürfte reichen. Jetzt ist er nämlich weg, siehst du? Den ein paar Mal an, vielleicht reicht das. Bunny. Okay, Bibi hat sich bewegt. Ne, Baby, das finde ich jetzt aber nicht nett. Baby chillt noch im Vent. Ne, ne, Foxy, ganz sicher nicht. Und hier lasse ich mich nicht fisten. Moin, Bunny. Hi, Mangle. Den flash ich auch mal ganz kurz an. Den verpiss ich da nämlich auch. Hi. Tschüss, Baby. Die Musicbox abwenden. Das war böse, Chica, böse. Da bin ich aufgepasst. Da hat sich nämlich Bibi aus dem Van verpisst und Chica ist reingegangen direkt. Das ist halt gleiche Geräusch, ob die rein oder rausgehen, das merkt man einfach nicht. Weil als ich die Maske aufgesetzt habe, als Bibi vorne im Lüftungsschacht war, hat er sich automatisch wieder verpisst. Und währenddessen ist Chica halt reingegangen und ich war halt nicht schnell, ich habe halt nicht drauf geachtet. Ich hätte direkt drauf achten müssen, weil es kann immer nur einer im Band sein. Und da habe ich jetzt halt nicht drauf geachtet und deswegen waren wir jetzt tot. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Nacht 2. Ich habe halt einfach nicht drauf, das war halt ein bisschen böse von den beiden, aber egal. Ciao und bis zum nächsten Mal.